Ich finde den Ausblick absolut genial und mit dem Presser Biersch 8x34 geht das noch einmal ein Stück besser. Wenn dich interessiert, was es kann, dieses Glas, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Berlinskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist es nun, dieses meiner Meinung nach sehr, sehr leichte und leistungsstarke Birschglas von der Firma Presser. Und ich habe ja mit Presser schon irgendwie so ein bisschen eine Verbindung. Ich habe da ein Monokular gekauft vor vielen, vielen Jahren. Das habe ich auch einmal vorgestellt. Und ja, jetzt ist es halt wieder ein Presser-Fernglas geworden und ich habe auch ein bisschen an Fernglas-Tickers und nicht nur Messer und naja, egal, lassen wir das ganz einfach. Ich habe ein bisschen einen Knall, auch was Ferngläser betrifft. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich mehrmals pro Woche ja, durch ein Fernglas schaue. Wirklich, ja, durch unterschiedlichste Ferngläser. Und ich habe eine ganze Sammlung von sehr, sehr teuren Exemplaren. Swarovski, Zeiss, Leica. Bis hin zu ja, irgendwelchen Günstigteilen. Ja. Und auch das Mittelfeld, und da gehört Presser dazu oder Steiner dazu, wobei bei Steiner gibt es auch wieder High-End-Geräte, aber egal, das ist eine Mittelklasse. Ich gebe dir unten den Link auf Amazon, schau dir das an. Der Preis ist doch ein bisschen höher, nicht ganz gering, aber du kriegst auch wirklich was. Und als ich das Glas bekommen habe und das erste Mal durchgeschaut habe, war ich positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, warte mal, da steht wirklich Presser drauf und nicht Swarovski. Jetzt wirst du sagen, Reini, du übertreibst. Nein, ich übertreibe nicht. Ich habe von Swarovski auch ein Birschglas, ein günstiges Birschglas, das kostet so 900 Euro. Und wenn ich durch die beiden durchschaue, also entweder durch dieses Presser oder durch dieses, ja, durch das Swarovski, also wirklich an so einen Unterschied, dass ich sage, bist fertig, also die 700 Euro, die ich für Swarovski mehr ausgegeben habe, die haben sich gelohnt, außer dass ein anderes Emblem drauf ist und dass du einen anderen Status hast, wenn du das tragst, das mag schon sein. Aber ernsthaft, in der Praxis, ich merke keinen Unterschied. Ich merke wirklich fast keinen Unterschied. Die Randschärfe ist vielleicht beim Swarovski noch einmal besser, die Farben sind noch einmal ein bisschen kräftiger, aber hey, für den Preis echt top. Dachkant-Fernglas, ja, dann steht da drauf mit Argon gefüllt und spezielles Glas und alles pipapo, aber das schaut da unten an, das will ich gar nicht aufzählen. Was mich positiv überrascht, ist erstens, du kannst sehr schnell den Fokus ändern, das heißt, wenn ich in die Distanz schaue, jetzt zum Beispiel hier bei dieser Aussicht, ich schaue da nach hinten auf diese weißen, auf diese Schneefelder und schaue, ob sich da irgendwas rührt, ja, das geht sehr schnell, aber wenn ich auch ganz nah schauen will, jetzt hier direkt auf den Boden, so, da muss ich zwar ein bisschen herumdrehen, so, aber ich sehe jetzt jeden Grashalm da direkt vor mir, das geht. Das heißt, du kannst auch Insekten damit beobachten, das klingt jetzt eigenartig, oder Reptilien beobachten. Du wirst jetzt lachen, aber das ist, ich meine das echt ernst, ja, das tut man. Oder ich habe mal ein Jagdvideo gesehen in Alaska, die haben einen Bär erlegt und der ist dann, da sind sie dann langsam hingegangen und auch auf kurze Distanz, der eine hat mit dem Gewehr hingehalten und der andere hat hingeschaut auf kurze Distanz, ob er noch atmet, bevor sie hingegangen sind. Klar, weil der war ein Riesenteil und ja, ein Mensch ist da ganz einfach gleich einmal weg vom Fenster. Also ich finde es wirklich top, echt. Ich finde es wirklich top, auch für das Gewicht, das muss ich sagen. Es gibt aber auch Nachteile, muss man auch drüber sprechen. Und zwar, da sind da, ich habe das schon weggeben, weil das ist fürchterlich. Da sind da so Stoppeln drauf zum Draufklappen. Die sind so ein Schaß mit Quasteln, wie man in Österreich sagt. Ich weiß nicht, wie man das bei dir daheim sagt. Aber die gehen runter, das ist sinnlos. Also da muss ich wirklich sagen, vielleicht geht es technisch nicht, ich weiß es nicht, ja, vielleicht bin ich, aber das, aber gut, ist einfach so. Also der Objektivschutz, das ist, der funktioniert nicht richtig. Es ist dann, das habe ich mir da hergestellt, so ein Taschel dabei, ja, wem sowas gefällt und wer sowas braucht. Ich meine, die Tasche ist okay, auch für den Preis. Das klappt dann damit an Magneten ein, das kann man sich umhängen, aber das ist mir alles wurscht. Denn ich nehme das Teil ganz einfach jetzt ohne diese ganzen Schutzmechanismen und ich habe es auch nicht, das habe es auch nicht so umhängen, sondern ich habe es in einer Tasche, ja, wo ich es rausnehmen kann und das passt alles ganz gut und ja, so verwende ich das Teil. Ich bin positiv überrascht, auch für Brillenträger kein Problem. Diese Augenmuscheln hier, die lassen sich auch in mehreren Stufen einstellen, was mir persönlich wurscht ist, aber manche machen taugt das und ich muss noch einmal sagen, ich bin von der Qualität positiv überrascht, wirklich positiv überrascht. Ich habe ja schon durch viele günstige, unter Anführungszeichen wirklich günstige durchgeschaut, die einfach Quatsch sind. Das finde ich absolut, absolut okay und ich glaube, ich habe jetzt genug gesprochen über das Fernglas, glaube ich, oder?
Ich mag dir um einen Kommentar bitten, ob du auch Presser-Ferngläser hast, was du von denen hältst, was da deine Erfahrungen sind. Und ich meine jetzt nicht die 1990-Teile, die es immer wieder auf Amazon gibt und so Kindergeschichten. Ja. Mein Sohn, der Tobias, der hat auch ein Presser-Kinder-Fernglas. Das meine ich nicht. Ich meine, in dieser Preisklasse hast du vielleicht das Birsch, ja? Hast du es tatsächlich auch in dieser Ausführung hier? Und da jetzt, schau, ich meine, wenn du da durchschaust, das ist schön, schön gerade, also wenn man so oben drauf schaut, das ist schön zentrisch, es ist wirklich top einfach, wirklich für den Preis wirklich top und ja, ich mag es ganz einfach. Mag dir mal einen Kommentar bitten, Link zum Produkt findest du unten, Abo, aber andere Videos zum Anschauen, hat mich gefreut, dass du dabei warst, dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.